Lage der Industrie in Nordrhein-Westfalen ist alarmierend. Das Elektroauto ist unter normalen Marktbedingungen gar nicht existenzfähig. Seit 2000 sind 30% der Jobs hier im Ruhrgebiet weggefallen in der Industrie. Und das ist natürlich auch hier spürbar zu merken. Der Abbau von Industriearbeitsplätzen hat vor allen Dingen die Folge, dass die Menschen schlechter verdienen. Wer keinen Facharbeiterlohn bezieht, wird sich auch keine teure Konzertkarte, keinen Eintritt in ein Freibad oder eine sonstige Freizeitaktivität leisten können. Ja, der Verlust von Industriearbeitsplätzen ist natürlich auch ein Verlust von Wohlstand und auch von Sicherheit. Dafür gibt es jetzt Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor. Wir können nicht davon leben, dass wir uns gegenseitig immer nur die Haare schneiden, sondern am Anfang muss einfach ein Produkt stehen. Dienstleistung ist ja schön und gut, aber Wertschöpfung, die erreiche ich letztlich durch Industriearbeitsplätze. Früher gab es hier Familienväter, die haben eben die ganze Familie ernähren können. Das gibt es heutzutage kaum noch. Und ein guter Arbeitsplatz gehört genauso wie Wohnen zum Heimatgefühl. Unsere Industrie ist nicht nur unsere Vergangenheit, sondern auch unsere Zukunft. Das Leben ohne Industrie, das ist immer so das Kuschelleben, was sich die Grünen so vorstellen. Dann pflanzen wir alle unser Gemüse bei uns zu Hause auf dem Dach und kaufen regional ein. Nur das wird sich kaum mehr einer leisten können. Ich für meinen Teil möchte nicht nur noch auf dem Fahrrad fahren, am besten noch auf dem Lastenfahrrad mit meinen drei Kindern vorne drin. Und das verstehe ich nicht unter Wohlstand. Wir müssen hier die Möglichkeit schaffen, dass die Industrie günstig produzieren kann. Und das fängt bei den Energiepreisen an. Wir finden es auch sehr wichtig, dass es wieder viele junge Leute gibt, die auch eine mittlere Reife machen, anschließend eine gute Ausbildung machen, hin zum Facharbeiter. Und nicht jeder zwangsläufig Abitur machen muss und dann natürlich auch den Anspruch hat, eine akademische Laufbahn einzuschlagen. Weil letzten Endes, was nützen uns 1 Million BWLer, wenn wir niemanden mehr haben, der in irgendeiner Form den Gewinn erwirtschaftet? Und was natürlich ein wichtiger Punkt ist, wir müssen auch weiterhin die saubersten Motoren der Welt verkaufen, wie wir das bisher gemacht haben aus Deutschland, statt jetzt künstlich auf Elektromotoren zu setzen, die, wenn man es sich genauer anschaut, überhaupt nicht umweltfreundlicher sind, sondern nur andere Umweltschäden verursachen. Wer sein Elektroauto fahren möchte, soll das tun. Was wir nicht möchten, ist, dass solche Dinge staatlicherseits mit Subventionen gelenkt werden. Und jeder, der etwas erfindet, jeder, der etwas macht, jeder, der arbeitet, ist letztendlich jemand, den wir unterstützen möchten. Die kompletten Rahmenbedingungen, die wir setzen, müssen freiheitlich sein. Das heißt, wir brauchen auch ein Steuersystem, was für Firmen geeignet ist, was aber auch für die Privatperson geeignet ist. Das heißt, es muss einfach und verständlich sein. Das Gesamtpaket für die Industrie muss einfach stimmen. Das heißt, eine gut ausgebildete Bevölkerung, gute Bildungspolitik, niedrige Energiepreise, wenig Bürokratie lassen. Dafür setzen wir uns ein und damit hätten wir auch weiterhin eine starke deutsche Industrie, die hier für Wohlstand sorgt.